für Bürgerbeteiligung der Hochschule Ludwigsburg. Aus Osnabrück ist Professor Hermann Heusner dabei und aus Ludwigsburg Professor Arne Pautsch. Sie sind Herausgeber der Festschrift und damit geht das Wort an Arne Pautsch. Ja, das Ganze hat also auch eine kleine wissenschaftliche Einrahmung. Heute Abend auch von meiner Seite aus einen guten Abend. Aber ich Schön, dass komme Sie jetzt. hier sind, dabei sind. Wir haben mit dieser Festschrift dem Forscher zur direkten Demokratie schlechthin, Herrn Privatdozenten Dr. Ottmar Jung, auch sozusagen eine Würdigung seines Lebenswerkes zukommen lassen wollen. Und was könnte besser passen als die Auseinandersetzung um das Für und Wider Das war eigentlich der direkten 1988. Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland heute so in den Mittelpunkt zu stellen. Ottmar Jung zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er, wenn man das Ganze mal staatswissenschaftlich betrachtet, Politologe ist, sondern auch Rechtswissenschaftler Ganz mit kurz, ganz kurz. Bitte könnten Sie sich bitte alle stumm schalten. Das wäre wunderbar, um diese Veranstaltung weiter zu verfolgen zu können. Das wäre total toll von Ihnen. Einfach alle unten links auf stumm schalten drücken. Vielen Dank. Dann gebe ich dir wieder das Wort, Arne. Ja. Ich habe ja gerade angesetzt dazu, die ja vielfältigen auch wissenschaftlichen Disziplinen zu beschreiben, die Ottmar Jung als den Forscher zur direkten Demokratie in Deutschland und muss auch sagen, dem Begründer der interdisziplinären Forschung zur direkten Demokratie in Deutschland zu würdigen. Er ist Politikwissenschaftler, Rechtswissenschaftler mit beiden Staatsexamina und Zeithistoriker, also hat aus allen denkbaren Perspektiven diesen Forschungsgegenstand geprägt wie kein anderer. Das schlägt sich alles nieder in der Festschrift und heute Abend wollen wir gewissermaßen auch noch mal ein politisches Sahnehäubchen auf alles setzen mit einer hoffentlich spannenden Diskussion. Ja, vielen Dank. Mein Kollege Hermann Heusner, der jetzt als nächster dran ist, hat die Übergabe der Festschrift in diesen Pandemiezeiten etwas anders als üblich bereits vorgenommen und wird vielleicht dazu kurz etwas sagen. Vielen Dank. Ich freue mich auf einen schönen Abend. Ja, schönen Dank, Arne Pautsch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich übernehme jetzt sozusagen online die Übergabe der Festschrift. Das ist die Festschrift. Ich zeige sie Ihnen schon mal. Vielleicht können Sie sie sehen. Ja, jetzt ist sie eingeblendet. Sie ist sehr gewichtig, wie das sich hier gehört. Ich kann sie kaum tragen. Ich stelle sie schnell wieder weg, wie sie mir aus der Hand stürzt. Und wir Herausgeber, Arne Pautsch, Fabian Wittrek, und ich, wir freuen uns ganz außerordentlich und haben die Ehre, Ihnen jetzt sozusagen auch in dieser großen Runde, wo sich das gebührt, diese Festschrift online zu übergeben. In acht Kapiteln haben 35 Autorinnen aus 5 Ländern Europas und den USA Beiträge geleistet. Ich glaube, wir können sagen, hier ist geballter Wissensbestand zusammengetragen worden auf dem aktuellen Stand der Forschung. Diese Festschrift, lieber Herr Jung, übergebe ich jetzt in Ihre Hände. Da ist es geschehen und hier geschieht es nochmal. Doppelt genäht hält besser. Und wir freuen uns ganz überaus, dass Sie heute Abend bei uns sind, lieber Ottmar Jung. Und wahrscheinlich haben Sie jetzt auch das Bedürfnis, kurz was zu sagen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich möchte danken. Ich möchte danken jenen, welche die Idee zu einer Festschrift hatten, dann den Herausgebern, die diese große Aufgabe übernommen und gut bewältigt haben, allen Mitwirkenden, 35 an der Zahl, und mir Domokratie für die finanzielle Unterstützung des Buches. Ich fühle mich durch diese Festschrift sehr geehrt und empfinde große Freude darüber. Ja, ich bin gerührt. Und zugleich haben alle Genannten der Sache, um die es uns wissenschaftlich geht, einen guten Dienst erwiesen. Jetzt habe ich. Vielen Dank, Herr Jung. Wir werden heute Abend das Vergnügen haben, Sie
bestimmt noch mal oder öfter zu hören, da Sie sich auch in die Diskussion einbringen werden, in die wir jetzt gleich einsteigen wollen. Es war an einem Sonntag im vergangenen November und ich kann mich nicht erinnern, dass Mitglieder von Mehr Demokratie jemals so gespannt einem grünen Parteitag gefolgt sind. Es sollte ein Grundsatzprogramm verabschiedet werden, das keine Forderung nach einem Ausbau der direkten Demokratie mehr enthält. Es gab 4 Voten vor der Abstimmung, 2 für den Vorschlag des Bundesvorstandes und gegen die direkte Demokratie und 2 gegen den Vorschlag und für die direkte Demokratie. Und dann kam es zur Abstimmung, die sehr knapp ausgegangen ist, aber eben gegen die direkte Demokratie. Ein Austausch war bei dem Parteitag, war ja ein Online-Parteitag so nicht möglich. Und diesen Austausch, den wollen wir heute ein wenig nachholen. Wir schauen uns jetzt die Statements unserer beiden Gäste von Katharina Schulz und Jürgen Trittin noch einmal an und geben dann Gelegenheit, dass sie beide aufeinander, was damals ja nicht ging, aufeinander reagieren. Also, Video ab. Der Hinweis noch, dass die Videos nicht die beste Qualität haben, weil das wir natürlich von der Aufnahme abgezogen haben. Aber dann schließen Sie einfach die Augen und lehnen Sie sich zurück. Zu hören ist alles sehr gut. Auf geht's. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, meine ersten politischen Erfahrungen waren die Organisation von 2 erfolgreichen Bürgerentscheiden. Und da gab es übrigens auch schon soziale Medien. Und das hat uns sehr geholfen, unsere Themen in die Breite zu tragen und auch gut zu erklären. Und liebe Freundinnen und Freunde, mir wird immer noch ganz warm ums Herz, wenn ich daran denke, was Menschen im Bündnis gemeinsam erreichen können und wie wichtig es ist für unsere politische Kultur, auch zwischen den Wahlen entscheiden zu können. Ja, lieber Robert, das war in der Vergangenheit gut, aber das ist auch in der Zukunft gut. Denn wir sehen doch, dass in allen 16 Ländern und auf kommunaler Ebene Bürgerentscheide nicht mehr wegzudenken sind. Ja, dank auch des langen Kampfes von uns Grünen, das ist auch unser Erfolg. Und deswegen bin ich davon überzeugt, es braucht den bundesweiten Volksentscheid und zwar nicht als weiche Kann-Option, sondern als starkes Muss. Wir haben in unserem Antrag von Lukas Beckmann und vielen anderen ein 3-stufiges Verfahren hineingeschrieben, bei dem eine Prüfung der Zulässigkeit erfolgt und so schützen wir die Grund- und Minderheitenrechte und das ist auch gut so. Diese abschreckenden Beispiele, die ja immer gerne an die Wand gemalt werden, die würden mit unserem Modell nicht zugelassen werden. Auch ein Brexit würde nicht zugelassen werden. Wir wollen ja keine Referenden durch die Regierung. Ich plädiere also dafür, die Angst vor dem Wunsch des Mitmachens und Mitbestimmens der Menschen abzulegen, sondern vielmehr unsere parlamentarische Demokratie als Ergänzung, und das ist wichtig, Ergänzung, bundesweite Volksentscheide zur Seite zu stellen. Und lieber Robert, ich war jetzt gerade bei deiner Redebeitrag ein bisschen irritiert, denn ich bin auch sehr für Bürgerinnenräte. Das steht ja auch im Antrag drin. Aber sind wir mal ehrlich, ein Rat bleibt ein Rat. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Ich verstehe nicht, warum man jetzt die Bürgerinnenräte gegen die Volksentscheide ausspielt. Mit dem Volksentscheid als Ergänzung geben wir der Mitbestimmung und den Bürgerinnenräten zwischen den Wahlen eine Stimme. Und beim Volksentscheid können ja auch alle mitstimmen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind Bündnis 90 Die Grünen, eine Bürgerrechtspartei, die schon immer darauf vertraut hat, dass selbstbestimmte BürgerInnen ihre Gesellschaft aktiv mitgestalten wollen und es dann auch sollen. Also, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übergeben, stärkt unsere Gesellschaft und die Demokratie. Mit Volksentscheiden auf Bundesebene geben wir den Bürgerinnen und Bürgern diese Mittel in die Hand. Deswegen bitte ich euch aus vollstem Herzen, stimmt dem Änderungsantrag 125 Lukas Beckmann und 175 weitere Menschen und ganz vielen Kreisverbänden mit eurer Ja-Stimme zu. Merci und vielen Dank. Grüße aus München. Genau, jetzt kommt gleich der zweite Einspieler, ganz kurz. Ich kann es nicht fortstellen. Bitte alle wieder stumm schalten. Vielen Dank. Und nochmal kurz der Hinweis zu dem nächsten Video. Wir haben das am Anfang ein bisschen gekürzt, weil Herr Trittin technische Probleme hatte. Wollte ich nur dazu sagen. Genau, das kommt jetzt aber auch gleich in wenigen Augenblicken. Es geht los. Abstimmung über den Flughafen Tegel verloren. Tatsache ist, in der Schweiz sind 2
Atomausstiegsvolksabstimmung gescheitert. Wir haben es im Bundestag durchgesetzt. Aber um diese Sache geht es in diesem Antrag nicht. Die Antragsteller wollen einen Wechsel des Betriebssystems. Die Entscheidung der frei gewählten Abgeordneten, der soll Konkurrenz gemacht werden. Das ist der Kern des Volksentscheides. Und mit dieser Konkurrenz hat Deutschland miese Erfahrungen gemacht. In der Weimarer Republik stand den Koalitionen der Reichsregierung, den Kompromissen, der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident gegenüber. Das endete in der Krolloper mit der Machtübertragung an die Nazis. Und die den Gefängnissen und KZs entkommenen Väter und Mütter des Grundgesetzes haben eine Verfassung geschrieben, die die Konkurrenz zwischen gewählten Abgeordneten und dem vermeintlichen Volkswillen verbannte. Unsere repräsentative Demokratie ist eine Lehre aus der Geschichte. Geschichte wiederholt sich nicht, aber leider manchmal anders. Heute spricht Viktor Orban von der illiberalen Demokratie. Aber Orbans Diktatur der Mehrheit ist keine Demokratie. Demokratie beruht auf Gewaltenteilung, freier Pässe, unveräußerlichen Menschenrechten. Und heute wollen Nationalisten und Populisten die wichtigste Konsequenz der Geschichte zerstören, das gemeinsame Europa. Und lieber Gerald, man verharmlost sie, wenn man ihnen berechtigte Motive unterstellt. Sie wollen keine Partizipation, sie wollen zurück zur Nation. Volksentscheide kennen nur Ja oder Nein. Volksentscheide bedeuten, the winner takes it all. Europa mit seiner Vielzahl von Menschen, Kulturen, Regionen und Staaten aber ist der institutionalisierte Kompromiss. Kompromiss ist Europas Wesen. Die schlimmsten Rückschläge Europas gehen auf das Versagen von Parlamenten und auf Volksentscheide zurück. Die gemeinsame Verfassung scheiterte an Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden. Als das britische Unterhaus sich aufgab, gab es den Brexit. Und dafür übrigens eine NGO zugrunde, liebe Katar. Das ist doch die leichteste Übung für die Daily Mail. Robert hat heute in seiner Rede betont, wir müssen entscheiden, aber wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Volksentscheide spalten. Der Brexit hat Großbritannien nicht zusammengeführt. Er hat es tiefer gespalten. Das alles oder nichts spaltet große Demokratien. Schaut auf die USA. Wer Menschenrechte, wer Rechtsstaat, Demokratie sichern will, wer mehr Europa will, wer mehr zusammenhalten will, der muss die parlamentarische Demokratie stärken. Gerade in Zeiten, wo unsere Demokratie als Corona-Diktatur vor Unglück wird, wo Abgeordnete von uns deshalb im Bundestag in der Ausübung ihres Mandats bedrängt und bedroht werden. Deswegen bitte ich euch, dem Antrag von Annalena und Robert zuzustimmen. Ja, vielen Dank für die Einspieler. Beides, würde ich sagen, großes Kino. Ich kann mich noch an den Sonntag erinnern. Ich war absolut platt und freue mich jetzt, dass Sie miteinander ins Gespräch gehen. Darüber, Frau Schulze, Sie wären die Erste, die jetzt die Gelegenheit hätte, sich auf das zu beziehen, was Jürgen Trittin damals gesagt hat. Ja, das mache ich sehr gerne, aber ich möchte zuerst Herrn Ottmar Jung ganz herzlich gratulieren, auch nur digital zu ihrer Lebensleistung und was sie alles Großartiges gemacht haben. Und ich finde, es ist ein total schöner Rahmen, dass man auch feiert, was Menschen erreicht haben. Und deswegen auch von unserer Seite, von grüner Seite, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt komme ich gerne zu den inhaltlichen Argumenten und ich freue mich, dass ich mit Jürgen und mit Ihnen allen darüber noch eine Runde diskutieren kann. Und ich möchte zwei Punkte am Anfang machen und dann gehen wir sicher noch in den weiteren Debatte. Der erste Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, dass wir, finde ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen müssen. Ich habe nach dieser BDK, nach unserem Parteitag, ganz oft Mails bekommen, oh mein Gott, die Grünen haben sich von der direkten Demokratie verabschiedet, alles geht den Bach runter. So. Jetzt machen wir mal die Fakten klar, ja? Wir Grüne stehen weiterhin für Volksentscheide, Volksbegehren auf Länderebene, für Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Wir wollen weiter Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger erreichen. Bürgerinnenräte haben wir beschlossen, Wahlalter 16 Absenkung und. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass in dem Grundsatzprogramm der bundesweite Volksentscheid jetzt nicht reingeschrieben wurde, aber an der sehr knappen Ausgang der Geschichte sieht man ja auch, dass wir da intern sehr wohl noch sehr viel Debattenbedarf haben. Und ich kann vielleicht gleich mal freudig verkünden, dass sich im Nachgang auch gleich ein Netzwerk lebendige Demokratie innerhalb unserer Partei gegründet hat, um diesen Dialog und den Diskurs weiter fortzuführen. Also erste Botschaft ist,
jetzt hier keine Panik, es ist jetzt hier nicht irgendwie alles auf den Kopf gestellt worden, sondern in dieser einen Entscheidung gab es eine knappe demokratische Mehrheit. Und wenn wir über Demokratie sprechen, dann gilt es natürlich, diese auch so zu akzeptieren und weiter für die eigene Meinung und die eigene Überzeugung zu kämpfen. Und der zweite Punkt, den ich machen möchte, lieber Jürgen, du hast in deiner Erwiderung auf unseren Redebeiträge ja vor allem mit dem Thema, schlechte Erfahrungen aus der Weimarer Republik oder auch, ja, die Minderheiten sind dann nicht geschützt, war ja, so habe ich das rausgehört, eine der Hauptargumente. Jetzt möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass Volksbegehren und Volksentscheide in der Weimarer Republik ehrlich gesagt wenig praktiziert wurden. Ich hatte mir das extra noch mal nachgeguckt nach der BDK. Zwischen 1919 und 1933 wurden damals nur 8 Volksbegehren beantragt und davon wurden 4 zugelassen, 3 wurden durchgeführt und daraus gab es dann 2 Volksentscheide. Und jetzt kommt der spannende: Diese beiden sind auch noch gescheitert. Ja? Also das Argument, dass irgendwie die Nazi-Diktatur durch Volksentscheide oder Volksbegehren gekommen sind, ist faktisch einfach nicht haltbar, sondern wir wissen ja gerade, dass die Machtübernahme durch die Nazis im Jahr 1933 zeigt ja eigentlich, dass auch in einer parlamentarischen, auf einem parlamentarischen Weg eine Diktatur errichtet werden kann. Und es ist ja das Schlimme. Also das ist ja genau das, was uns Demokratinnen und Demokraten ja auch so entsetzt. Also wir erinnern uns ja alle, das deutsche Parlament hat ja dann nicht nur Hitler zum Reichskanzler gewählt, sondern damals auch mit dem Ermächtigungsgesetz die uneingeschränkte Macht übertragen. Also ich finde dieses Argument, die Nazi-Zeit oder die Weimarer Republik ist die rote Ampel, warum wir jetzt keine bundesweiten Volksentscheide machen können, zieht nicht. Und jetzt der zweite Punkt, den ich noch machen möchte, inhaltlicher Art, ist folgender: dieses Thema Schutz der Minderheiten. Und ich finde, Jürgen, da hast du einen total wichtigen Punkt gemacht. Weil natürlich müssen Minderheitenrechte in einer parlamentarischen Demokratie, in der wir leben, geschützt werden. Und natürlich kann es nicht sein, dass auf dem Rücken einer lauten Mehrheit Minderheitenrechte, Frauenrechte, Menschenrechte eingeschränkt werden. So. Aber so wie ich die Volksentscheide und kommunalen Bürgerentscheide auf Landes- und kommunaler Ebene kenne, gibt es da ja Maßnahmen, die der Gesetzgeber ergreifen kann, um genau das zu verhindern. Du kannst einen Minderheitenschutz gesetzlich einbauen, damit genau dies nicht passiert, sondern dass Minderheiten geschützt sind und gleichzeitig die Option auch haben, für die Themen, die ihnen wichtig ist, möglicherweise Mehrheiten zu gewinnen. Und abschließend, bevor ich dann gespannt bin, was Jürgen drauf sagt, möchte ich noch einen persönlichen Aspekt ansprechen. Ich komme aus Bayern. Der Freistaat Bayern ist wunderbar, aber der ist schon sehr, sehr lange von einer Partei regiert. Sehr, sehr lange. Ja? Aber der Freistaat Bayern ist trotzdem ein viel zu lange. Wir müssen das ändern, da gebe ich euch allen recht. Aber dieser Freistaat Bayern ist vielfältig, ist bunt, ist weltoffen, ist ganz oft weiter wie die Regierung. Warum? Weil im Freistaat Bayern es eine starke Kultur von kommunalen Bürgerentscheiden und Volksentscheiden gibt. Wir sind da sozusagen bundesweit führend, weil die Bürgerinnen und Bürger zwischen den regulären Wahlen, wenn ihnen etwas von der rückwärtsgewandten Regierung nicht so gut gefällt, die Option haben, wenn sie genug Mehrheiten hinter sich sammeln, gewisse Dinge zu verändern. Und da jetzt auch, muss keine Angst haben, nicht jedes Volksbegehren wird zugelassen. Minderheitenschutz, wenn es gegen Rechte verstößt, wird es nicht passieren. Und auch dort gewinnt nicht jeder Volksentscheid, weil Bürgerinnen und Bürger schon klug sind und entscheiden können, ob das passt oder nicht. Und trotzdem haben wir eine starke parlamentarische Demokratie im Freistaat Bayern, weil das Instrument des Volksentscheides eine Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie ist. Und nichts anderes wäre das in meiner Vorstellung dann auch auf Bundesebene. Vielen Dank, Frau Die Post. Aber wir werden das jetzt immer nach grünen Parteitagen anbieten, so ein Online-Format, wo Sie dann noch mal richtig zur Sache gehen können. Herr Trittin, Sie haben das Wort und können sich jetzt aus Frau Schulze beziehen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich will auch zuerst zu Herrn Jung sagen, gerade in der Demokratie
in der Meinungsfreiheit gehört dazu die Würdigung auch und gerade des Andersdenkenden, des Unbequemen. Und diese Würdigung, die Sie heute erfahren mit dieser Festschrift, haben Sie sich mit Ihrem Wirken über all die Jahre und Ihren Arbeiten mehr als verdient. Auch von meiner Seite meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Ich will, weil ich nicht nur mit der Vergangenheit argumentiere, sondern auch mit der aktuellen Situation vielleicht versuchen, mal zu verdeutlichen, was mich ein Stück umtreibt und weswegen auch die Diskussion für mich heute nicht mehr so leicht zu führen ist, wie ich sie selber mitgeführt habe in der Anfangszeit der Grünen vor 40 Jahren. Am Sonntag konnte man in der FAZ von Berthold Kohler einen lesenswerten Kommentar lesen über den Machtkampf zwischen Söder und Laschet, wo, wie er schrieb, das angeblich Moderne gegen das vermeintlich Morsche, die Kraft der Person gegen die Macht der Institution, die Versuchung des Populismus gegen den Glauben an Programm und Prinzip sozusagen sich ausgetobt haben. Und er führte weiter aus, und die Einschätzung teile ich, obwohl Kohler ja ein sehr konservativer Mensch ist, die Sehnsucht nach starken Männern oder Frauen, die scheinbar immer genau wissen, was gerade zu tun ist, wachse. Das ist das Umfeld, in dem wir diese Debatte führen, und das ist, wenn ich das mal sagen darf, zum Trost der Bayern, kein Modell Söder. Das führt uns Sebastian Kurz vor in Österreich, in extremer Form Orban. Aber selbst jemand wie Emmanuel Macron ist davon nicht frei. Und deswegen glaube ich, dass sich die Systemfrage neu stellt. Und da stellt sich die Frage, die ich ganz anders beantworte als du, Katha, ob sich die repräsentative Demokratie mit Volksbegehren und Volksentscheiden wirklich verträgt. Und meine Furcht ist, dass Plebiszite die repräsentative Demokratie, die parlamentarische Demokratie, gerade in dieser Situation gefährden und dass sie sich zu einem Instrument entwickelt haben, mit dem das gemeinsame Europa zerstört werden soll. Und du hast völlig recht. Ottmar Jung hat in seinen Schriften ja auf bestimmte Volksentscheide hingewiesen, die nicht mehr in der Weimarer Zeit stattgefunden haben. 33, Austritt aus dem Völkerbund, 34, die Zusammenlegung Reichskanzler, Reichspräsident, 38, der Anschluss Österreichs. Das waren die Volksentscheide, die die Nazis nach der Machtübertragung, es war eine Machtübertragung an sie, durchgeführt haben. Das war nicht der Grund für die Väter und Mütter und Väter des Grundgesetzes, diese plebiszitären Elemente nicht zu machen. Aber es muss einigen Vertretern, finde ich, der direkten Demokratie zumindest zu denken geben, dass selbst Faschisten an der Macht der Auffassung waren, dass das ein Instrument ist, mit dem sie ihre Herrschaft nochmal legitimieren müssen. Oh. Ich habe aber, Katha, auf was ganz anderes abgehoben. Ich habe auf die Dualität in der Weimarer Verfassung zwischen der parlamentarischen Demokratie und dem direkt gewählten, also durch ein Plebiszit gewählten, Reichspräsidenten abgehoben. Und das fand statt in einer Gesellschaft, die von rechts mit dem Diskurs belästigt wurde, der Erste Weltkrieg sei verloren gegangen durch einen Dolchstoß von vaterlandslosen Parteien, die nichts als Gezänk anzubieten haben. Und dagegen stand dann der Reichspräsident direkt gewählt als Ausdruck des wahren Willens des Volkes. Und das ist der Grund, warum die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt haben, dieses Gegeneinander zwischen der repräsentativen Demokratie und einem vermeintlichen, direkt legitimierten Volkswillen. Dieses wollen wir nicht. Und deswegen haben Sie diese Systementscheidung, und das ist eine Systementscheidung, in dieser Klarheit getroffen. Ich teile die Berufung auf den Willen des Volkes überhaupt nicht. Und ich weiß auch, wo sie bei uns herkam. Wir sind gegründet worden als eine Partei. Da waren alle anderen Parteien der Auffassung, Atomkraft sei geil und so ein bisschen atomare Nachrüstung kann uns auch nicht schaden, das schreckt den Russen gewaltig.
Das malten damals CDU, SPD und FDP. Und gegen diesen Allparteienkonsens haben wir uns gegründet. Und wir haben sehr früh festgestellt, dass die Zustimmung von uns in diesen Einzelpositionen viel größer war als die Zustimmung für uns bei Wahlen. Und du hast das Beispiel ja selber gebracht. In Bayern waren sehr viel mehr Menschen für den Schutz von Insekten, als uns bei der Wahl gewählt haben. In Berlin hat nicht mal ein Fünftel der Berliner die Grünen gewählt, aber mehr als 50% haben gesagt, das Tempelhofer Feld soll grün bleiben. Und dennoch halte ich die Berufung auf den Volkswillen für absolut falsch. Weil es gibt das Volk nicht. Die Gesellschaft besteht aus unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen Interessen. Teilweise sind diese gegensätzlichen Interessen in einem selbst drin. Und in der repräsentativen Demokratie wird dies auf der Grundlage von Gewaltenteilung und der Verfassung immer wieder neu ausgehandelt, mit Mehrheit entschieden und übrigens auch mit Mehrheit immer mal wieder revidiert. Und so passiert es dann, dass gesellschaftliche Außenseiter wie wir Grüne plötzlich mit unserer Außenseiterposition Konsense in der Gesellschaft darstellen, zum Beispiel im Bereich der Atomkraft. Aber die Rede von dem Willen des Volkes, und das steht hinter dieser Vorstellung, die halte ich für antidemokratisch. Und dass das nicht so gemeint ist mit dem Nebeneinander von repräsentativer Demokratie und Volksentscheiden, das bestätigst du selber. Und du sagst, ja, wir brauchen ganz viele Regelungen, damit das nicht schief geht. Das ist sozusagen die Sicherung gegen den Systemwechsel. Aber wenn ich beispielsweise mal in Berlin Berliner Grüne fragen würde, ob denn ein neu gewähltes Abgeordnetenhaus beschließen dürfe, das Tempelhofer Feld zu bebauen, da würde ich, glaube ich, in 90% der Fälle die Antwort, das geht gar nicht. Weil das ist ja durch einen Volksentscheid entschieden worden. Und das ist genau die politische Lösung. Nämlich die Frage, dass der wahre Volkswille höher gewichtet wird als die Entscheidung der demokratisch gewählten Repräsentanten. Und das macht dieses Instrument eben systemisch so gefährlich. Und du hast selber darauf hingewiesen, dass es Gefahren für die repräsentative Demokratie gibt. Aber ich glaube, dass die Elemente, das zu begrenzen, sehr bescheiden und unzulänglich sind. Das kann man an den europäischen Entscheidungen sehen. Du hast selber auf den Brexit hingewiesen. Der Brexit bedurfte nicht der Selbstaufgabe von David Cameron und der konservativen Regierung. Wäre ein völlig leichtes gewesen für die Vertreter der britischen Oberschicht, die das Geld auch hatten, zusammen mit Herrn Murdoch, eine NGO zu gründen und das durchzuziehen. Wie man sowas macht, ist ja überall, nicht nur in Ungarn oder in den USA zu beobachten. Das, was wir zurzeit in Europa erleben, ist ja auch nicht so, dass hier Menschen für mehr Beteiligung streiten. Diejenigen, die zurzeit gegen dieses gemeinsame Europa streiten, wollen nicht mehr Beteiligung, die wollen zurück zur Nation. Deswegen hat die AfD beschlossen, wir machen einen Deckel. Deswegen ist die ehemalige Front National dafür, ein Frexit zu machen. Deswegen kämpft Wilders und die niederländischen Nationalisten für einen Austritt der Niederlande. Weil sich die Vorstellung dieses gemeinsamen Europas, was die repräsentative Demokratie ja noch hinzunimmt zu einem Gemenge, wo ein Interessenausgleich stattfinden muss zwischen direkt gewählten Parlamentariern, der von ihnen bestätigten Kommission und den Stimmen der Mitgliedstaaten. Dieses Europa, da habe ich auf dem Parteitag schon darauf hingewiesen, das ist die in einen Vertrag gegossene Kompromiss. Und Volksentscheide sind das Gegenteil von einem solchen Kompromiss. Und deswegen glaube ich, ja, wir Grüne, wir waren immer die Partei der Minderheit. Wir sind die Partei Europas.
Wir sollten als Partei der Minderheit und der Partei Europas nicht denen, die mit Minderheiten nichts am Hute haben und die dieses Europa zerstören wollen, ein solches Instrument in die Hand geben und der Systementscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes weiter folgen. Vielen Dank. Dann würde ich mich gleich mal ergänzend und vertiefend anschließen wollen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes sind gerade bei Ihnen, Herr Trittin, ja mehrfach erwähnt worden. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben bei allen Bedenken, die jetzt auch geäußert wurden gegenüber direkter Demokratie, seit Inkrafttreten des Grundgesetzes sozusagen spürbar anhand von Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, in dem von Wahlen und Abstimmungen die Rede ist. Und ich mutmaße mal, dass das nicht nur bei den Grünen, aber gerade dort ja auch der Anhalt dafür war, diesen unerfüllten Verfassungsauftrag der Abstimmungen umzumünzen in eine ausgestaltete direkte Demokratie im Sinne von Volksentscheiden auf Bundesebene. Anders kann man sich ja nicht erklären, weshalb über Jahrzehnte des Bestehens der Grünen gerade dieser Aspekt, im Übrigen neben der SPD auch bei der FDP und den Linken und ja seit einiger Zeit auch der CSU zu finden, durchaus eine Rolle spielt. Also vielleicht die Nachfrage, können Sie sich dazu noch mal verhalten, weil das Ganze ja doch ein wenig in diese Richtung sozusagen Missbrauch und sozusagen gegen Europa gerichtet sei. Die Frage noch mal an beide, an Frau Schulze, an Sie, Herr Trittin, zurückgespiegelt, nachfragend. Ich mache das ja immer misstrauisch, wenn die CSU anfängt, der gleichen Meinung zu sein wie mir. Aber sei es drum. Nein, es geht eigentlich um die Struktur dieses Grundgesetzes. Die Struktur dieses Grundgesetzes hat den Bezug, haben Sie völlig recht an der Stelle, und es hat einen Bezug, nämlich über die gemeinsame Verfassung, die in Abstimmungen angenommen werden. Das war diese alte Regelung, über die wir nach der deutschen Vereinigung in der gemeinsamen Verfassungskommission sehr, sehr lange diskutiert haben, ob es nicht klüger wäre, und das war unsere Position, mit einer neuen Verfassung statt der Übernahme des Grundgesetzes dieses zu machen. Das ist ein anderer Begründungszusammenhang. Mir geht es um die systemische Frage. Soll anstelle, und das ist nicht neben, es ist anstelle der repräsentative Demokratiegesetzgebung durch direkte Abstimmung stattfinden. Und das führt automatisch zu einer Schwächung derjenigen, die da sind. Und das geschieht in einer Situation, in der die repräsentative Demokratie durch die Versuchung eines rechten Populismus oder rechten Nationalismus, Populismus ist verharmlosend, da in Gefahr geraten ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, jetzt kann ich mal ein Geheimnis verraten, dass auch der Grund, warum Robert, Annalena und ich entgegen unserer Erwartung überraschend die Abstimmung auf dem Parteitag gewonnen haben. Die Grünen sind nachdenklich geworden angesichts der Umstände in der Welt, angesichts eines aufkommenden antidemokratischen rechten Nationalismus, ob diese Bezugnahme auf die direkte Demokratie wirklich im Interesse der Demokratie ist. Frau Schulze, jetzt sind wir gespannt auf Ihre Replik. Ja, sehr gerne. Ich meine, ich bin selber Parlamentarierin, ich bin Verfassungsschützerin. Ich verteidige jeden Tag im Bayerischen Landtag unser Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unter anderem gegen die rechtsextreme AfD, die dort sitzt. Und deswegen, lieber Jürgen, kann ich dich schon mal total beruhigen, dass wir Grüne ja alle zusammen die Stärkung der Institutionen massiv vorantreiben, weil wir einfach wissen, wenn wir Freiheit und Sicherheit in diesem Land weiter vorantreiben wollen, dann müssen wir auch die Institutionen stärken. Ich verwundere mich an deiner Argumentation ein bisschen, du hast es jetzt gerade wieder gesagt, dass du aus deiner Sichtweise das Gefühl hast, wenn wir bundesweite Volksentscheide hätten, mit Minderheitenschutz, mit klaren gesetzlichen Regelungen, dann würde das zu einem System Wechsel kommen und anstelle der repräsentativen Demokratie treten.
nie meine Intention. Ich sehe das auch so nicht. Ich sehe nicht, dass wenn wir bundesweite Volksentscheide einführen würden, dass wir dann keine repräsentative Demokratie mehr hätten, weil sonst könnte man ja genauso sagen, dann müssten wir jetzt in 16 Bundesländern eigentlich auch keine repräsentative Demokratie mehr haben, weil es gibt ja Volksentscheide. Und in der Kommune haben wir auch gar keinen gewählten Stadtrat mehr, weil wir haben ja prinzipiell Bürgerentscheide. Und da möchte ich, dass mich jetzt hier keiner missversteht. Die repräsentative Demokratie ist gut. Die repräsentative Demokratie ist richtig und die repräsentative Demokratie gehört in unserem Land verteidigt. Aber warum kann man nicht für die zwischen den in 4-Jahres-Turnus-Wahlen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, wenn sie es selber wollen, von unten, ich rede nicht von oben Plebiszite, dass die Regierung sagt, ihr Lieben, stimmt jetzt bitte darüber ab, wie es zum Beispiel in England passiert ist. Ich will wissen, was ihr zu Brexit meint. Ups, ihr wollt aussteigen, großes Chaos. Sondern sozusagen, dass das von unten kommen kann, mit starken Hürden. Also es reicht nicht, wenn 2 Leute das wollen, mit einem klaren Minderheitenschutz, mit klaren gesetzlichen Regeln, mit einer Überprüfung, ob die Fragestelle korrekt ist, mit einer klaren Fairness, dass beide Seiten die Pro und Kontras darstellen können. Das ist für mich eine sinnvolle Ergänzung. Und wir haben ja, da sind wir uns ja super einig, Jürgen, die sehr stolz, dass wir jetzt die BürgerInnenräte in unserem Wahlprogrammentwurf haben und auch im Grundsatzprogrammentwurf. Und ich finde das auch richtig, weil sich ja auch Gesellschaft verändert und Leute wollen mehr mitdiskutieren. Wir wollen die Meinungen hören, wir wollen die Optionen dazu geben. Aber ich glaube, wir müssen dann irgendwann auch noch zu dem Thema Abstimmung kommen, dass ein BürgerInnenrat nicht irgendwann irgendwie so das nette Beratungsgremium ist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründet das Parlament halt einen Arbeitskreis und dann reden die ein bisschen und am Ende sind die 4 Jahre um und dann geht es halt irgendwie wieder anders weiter. Sondern ich glaube, dass gerade die Verbindung bei bestimmten Themen, auch die Identifikation mit deiner, mit meiner, mit unserer Demokratie sozusagen stärkt. Und ja, letzter Satz. Bei einer Sache gebe ich dir hundertprozentig recht, es gibt nicht den Volkswillen per se. Aber den gibt es auch in der repräsentativen Demokratie nicht per se. Den gibt es auch nicht, wenn es bundesweite Volksentscheide gibt. Sondern es wird immer eine Debatte, ein Ringen, ein Werben, ein Diskurs darum geben, welche Entscheidung jetzt sozusagen die richtige ist. Und darum sehe ich da jetzt dieses Problem nicht, dass wenn wir und dem Grundgesetz einen bundesweiten Volksentscheid ermöglichen, dass wir dann gegen die systemische Aufstellung der Väter und Mütter im Grundgesetz agieren würden, weil ja, wie gerade ja auch schon gesagt wurde, das Thema Wahlen und Abstimmungen beide namentlich dort erwähnt sind. Darf ich kurz was sagen? Ja? Ja? Kurz zur Klarstellung, damit wir wissen, worüber wir reden. Wenn der Vorschlag kommt, Volksentscheid einzuführen auf Bundesebene, und zwar so, dass Minderheiten nicht gefährdet sind und unsere Verfassungsordnung nicht gefährdet ist, dann heißt das, dass wir eine präventive, und so ist das auch in den Bundesländern, präventive Normenkontrolle haben, bevor es überhaupt zur Unterschriftensammlung kommt, prüft auf entsprechende Anträge das Bundesverfassungsgericht, auf den Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt und natürlich dann auch gegen Europarecht und Völkerrecht. Ganz wichtig, Europa könnte, ein Dexit wäre nur möglich, wenn der Artikel 23 des Grundgesetzes aufgehoben würde. Dazu bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Volk, eine Zweidrittelmehrheit in allen Bundesländern, beim Ländermeer und man müsste das entsprechende Zustimmungsquorum erreichen. Das ist außerhalb jeder Reichweite, selbst für einen Orban und Lucke. Das als erstes und als zweites, es ist überhaupt nicht so. Die Erfahrungen in den USA und in der Schweiz und auch bei uns in Bundesländern zeigen, dass es in bestimmten Situationen durchaus so ist, dass das Parlament Volksgesetze wieder aufhebt und dass die dann auch Bestand haben und nicht gleich sofort ein nächstes Volksbegehren gestartet wird, um das wieder aufzuheben. Klar, kann man jetzt Stichbeispiele nennen, lasse ich jetzt mal, zeigt die Empirie, also ihre Voraussetzungen, Herr Trittin, stimmen von vorne bis hinten nicht. Ich würde dem widersprechen, weil ich dieses Beispiel mit Absicht gebracht habe, zwar aus meinen eigenen Reihen, aus einem von uns, von Grünen selber organisierten und im siegreich organisierten Volksentscheid, nämlich dem zum Tempelhofer Feld. Ja, und? Fragen Sie mal die Berliner Grünen, was die davon halten würden, wenn ein Abgeordnetenhaus das aufheben würde. Dann wären die aber ob sowas von upset. Dass sie juristisch dazu in der Lage sind, ist das anderes. Hier geht ja, aber das kann sich doch ändern. Über eine politische Dynamik,
die Sie juristisch sozusagen in die Stellung setzen, hier den eigentlichen Willen des Volkes, das Tempelhofer Feld, nicht zu bebauen, was ich ausdrücklich teile, ist auch meine Auffassung, zu unterwerfen dieser Frage. Und ich will ein paar andere Beispiele nennen. Ich bin sehr froh über die Robustheit, mit der die Europäische Union den Volksentscheid in der Schweiz mit Füßen getreten hat, vom Tisch gewischt hat, in der Frage Arbeitnehmerfreizügigkeit. Da haben die einfach gesagt, entweder oder. Kommt ja, natürlich. Wir respektieren ja, das nicht. Aber die Schweiz, das ausdrücklich, ja, aber Herr Zettin, in der Schweiz ist doch... Ich will ausdrücklich sagen, ich habe meine Koalition hier in Berlin ausdrücklich ermuntert, obwohl es dafür keine wirklich gute juristische Begründung gab, außer dass man ein neues Planfeststellungsverfahren hätte machen müssen, den Volksentscheid zum Offenhalten von Tegel einfach zu missachten. Aber es hat einen riesen Legitimitätsverlust auch und gerade für die Regierung hier gegeben über diese Frage, weil sie diesen Volksentscheid verloren haben. Und das ist genau das Argument. Politisch setzen sie den gewählten Abgeordneten, denjenigen, die eine sehr schwierige Entscheidung ebenso zu treffen haben, etwas entgegen, was scheinbar einfach ist, aber was immer mit den Weihen der höheren Legitimation versehen ist. Und weil es diese politischen Weihen hat, ist es eben nicht nur eine einfache Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Und was Sie eben gesagt haben, was Katar gesagt haben, was man alles noch für Regeln braucht, damit das nicht aus dem Ruder läuft, das spricht ja für meine Skepsis. Nein, das tut es ja nicht. Das brauchen wir in der parlamentarischen Demokratie. Oder jetzt genau so. Hermann, sorry, ich kenne deine Streitlust, ist ganz klar in allen Ehren, aber das ist ja auch ein hochinteressanter Strang. Aber ich sehe, dass Ottmar Jung seine Stirn hin und wieder kraus zieht. Und ich habe den Eindruck, wenn es um das Grundgesetz geht und viele Themen, die wir jetzt angesprochen haben, dass es ihn lockt, sich einzubringen. Herr Jung. Ja, also was das Grundgesetz angeht, ist die Entscheidung getroffen gegen Ihre Meinung, Herr Trittin. Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 erwähnt die Abstimmungen gleichrangig mit den Wahlen. Und ich habe das in einer Monographie als eine plebiszitäre Strukturoption bezeichnet. Das heißt, wir haben eine repräsentative Demokratie wie jeder moderne Staat. Aber daneben besteht vom Grundgesetz her die Möglichkeit, ergänzend auch direkte Demokratie einzuführen. Ich will das nicht vertiefen. Ich will mich eigentlich kümmern jetzt um die Argumentation auf dem Parteitag der Grünen im November 2020 gegen die direkte Demokratie vorgebracht wurde. Und speziell ein Argument, das jetzt ja wieder vor uns kam, der Verweis auf den Brexit. Ist das wirklich ein schlagendes Argument? Es gibt zwei Einwände. Erstens einen methodischen. Eine schweizerische Arbeit hat schon vor 20 Jahren klar formuliert, die direkte Demokratie darf nicht nach dem Ausgang einzelner Entscheidungen beurteilt werden, sondern sie ist nach der zu erwartenden durchschnittlichen Qualität der Gesamtheit aller Entscheidungen zu beurteilen. Das wären also zumindest jene 52 Volksabstimmungen, die seit 1972 mit Bezug zur europäischen Integration in den Mitgliedsländern und unter den Beitrittskandidaten stattfanden. Wegen des Brexits allein eine ganze Institution direkte Demokratie zu verurteilen, wäre etwa so überzeugend, wie wenn man nach 1945 den Parlamentarismus nicht mehr eingeführt hätte, weil der Reichstag 1933 für die Hitler-Regierung das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Hinzu kommt die Radikalität der Antwort, Abschaffung, Streichen als politisches Ziel. Wenn man mehrere Fälle über einen längeren Zeitraum beobachtet und sich tatsächlich Unzuträglichkeiten zeigen würden, sollte man erst schauen, ob zum Beispiel durch Verfahrensreformen jene Mängeln vorgebeugt werden könnte. Der zweite Einwand besteht in der Unsicherheit der Beurteilung.
Die fast durchgehend negative Einschätzung des Brexits in Deutschland folgt der unguten Gewohnheit der Verlierer, die Entscheidung der Mehrheit zu diskreditieren. Hier, dass die Leute töricht gewesen oder verführt worden seien. Später kann das anders aussehen und da will ich von Berlin, wo ich lebe, das Beispiel der gescheiterten Länderfusion Berlin-Brandenburg 1996 anführen. Dazu fanden zwei Volksabstimmungen statt. Bei der Abstimmung in Berlin kam eine Mehrheit pro zustande. Die Stimmbürger in Brandenburg lehnten mehrheitlich ab. Die Reaktion der veröffentlichten Meinungen in Berlin war fast einhellig. Das Votum der Berliner sei vorausschauend und klug gewesen. Die Ablehnung der Brandenburger sei töricht und dieselben einfach Hinterwäldler. Zum 20. Jahrestag der Volksabstimmung erklärte hingegen der brandenburgische Ministerpräsident Woidke, SPD, er sei, Zitat, zutiefst davon überzeugt, dass sich sein Land nicht so gut entwickelt hätte, wenn es tatsächlich mit Berlin fusioniert hätte. Ich bin froh darüber, dass die Menschen sich für ein eigenständiges Land entschieden haben. Die Brandenburger haben damals eine weise Entscheidung getroffen. Ja, das haben sie. Inzwischen hat man beiderseits das reale Problem erfasst. Berlin ist von Brandenburg umgeben und deshalb besteht mannigfacher Bedarf nach regionaler Abstimmung und Kompetenz, Kooperation, wie etwa auch in Bremen mit dem umgebenden Niedersachsen. Dies wird zum Beispiel durch eine gemeinsame Landesplanung für die Raumordnung geleistet. Aber eine Länderfusion ist politisch mausetot. Sie war so kurz nach der Wiedervereinigung ein Projekt des Überschwangs. Zurück, Vorsicht daher, mit der hurtigen Negativurteilen über die Briten und ihre Entscheidung aus der EU auszutreten. Man sollte abwarten, was von dem, was die Brexit-Befürworter sich erhofft haben, gelingt und was ausbleibt. Man sollte sich kein Urteil anmaßen, das viele Imponderabilien der Zukunft überhaupt nicht berücksichtigen kann. Ich gebe nur das Stichwort Corona, wo Großbritannien meint, mit der Bekämpfung der Pandemie allein besser zurechtgekommen zu sein als die Europäische Union. Man sollte auch die politische Vernunft und den Pragmatismus der Briten nicht unterschätzen. Vielleicht schließen sie in 5 Jahren zu den Norwegern und den Schweizern auf und sind zwar kein Mitglied mehr, aber gute Nachbarn der Europäischen Union. Jetzt noch etwas grundsätzlich zur neuen grünen Programmatik. Das Parlament ist nicht souverän. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt Artikel 20 des Grundgesetzes. Sie wird vom Bundestag nur neben anderen besonderen Organen ausgeübt. Und dabei unterliegt der Bundestag auch einer Kontrolle, nämlich durch das Bundesverfassungsgericht, was die Verfassungsmäßigkeit seines Handelns angeht. Älter als diese verfassungsrechtliche Kontrolle ist freilich der Wunsch nach einer politischen Kontrolle der Volksvertretung. Wie sie die deutsche Arbeiterbewegung seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts unter der Losung direkte Gesetzgebung durch das Volk angestrebt hat, nämlich als, ich zitiere Kautsky, ein Mittel der Aufsicht, der Prüfung und der Berichtigung der parlamentarischen Arbeit. Diese Forderung wurde in der Weimarer Republik durchgesetzt, wie unzulänglich im Verfahren auch immer. Nach dem Krieg wurde sie auf Bundesebene wegen des Kalten Krieges nicht wieder aufgenommen, aber noch Artikel 20 Absatz 2 Satz 2. Unter der rot-grünen Bundesregierung wurde 2002 der Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheiden, das Grundgesetz, vom Bundestag mit einfacher Mehrheit angenommen. Seitdem ist nichts geschehen, das gute Gründe dafür gäbe, vom Streben nach der erforderlichen Zweidrittelmehrheit abzuwiegen. Stattdessen zu entscheiden, die demokratische Wahl und die verfassungsgerichtliche Kontrolle sind uns genug, eine Aufsicht, Prüfung und Berichtigung unserer parlamentarischen Arbeit von unten wollen wir nicht mehr, erscheint, um Ralf Uhrbeck zu zitieren, selbstherrlich.
Vielen Dank, Dr. Jung. Katharina Schulze hat sich zu Wort gemeldet. Wir bitten ab jetzt um sehr kurze Beiträge und wollen, nachdem Sie geredet haben, dann auch öffnen für das Publikum. Und da geht dann nach Ihnen die Frage an Anselm Renn, der uns hier die rückwärtigen Dienste macht und den Chat beobachtet. Im Chat geht die Post ab. Also das zeigt auch, wie notwendig diese Diskussion ist. Und wir bräuchten jetzt eigentlich schon bis Mitternacht, aber wir haben versprochen, 20.30 Uhr soll Schluss sein. Eine gute halbe Stunde haben wir auch noch. Also Frau Schulze, Sie sind dran und dann schauen wir, was an Fragen im Chat abgeht und dann gucken wir. Genau, also ich finde, es war gerade super gut und spannend, dass wir auch nochmal über die verfassungsrechtlichen Grundsätze diskutiert haben. Und ich hatte dazu ja meine Meinung schon klar gesagt, dass das sich mit dem Grundgesetz auch deckt. Ich wollte jetzt noch ein anderes Argument einbringen, was mir in der Debatte jetzt noch ein bisschen zu kurz kam. Und zwar ist das, dass ein bundesweiter Volksentscheid eigentlich der Möglichkeit der Mehrbeteiligung an der eigenen Demokratie bei den Bürgerinnen und Bürgern stärkt. Und das finde ich eigentlich einen total entscheidenden Punkt, denn wenn wir immer darüber reden, oh, die Menschen wenden sich irgendwie von ihrer Demokratie ab und von den Institutionen und vom Staat allgemein, da glaube ich, sind wir uns hier alle einig, sehen wir das als Problem. Denn nur wenn Bürgerinnen und Bürger ihrem Staat, ihrer Demokratie, ihren gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter vertrauen, geht es ja auch gut weiter in die Zukunft. Und dann haben wir aber ja gleichzeitig einfach aufgeweckte, kluge, interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen und mitbestimmen wollen. Und da, finde ich, haben halt BürgerInnenräte zum Beispiel kombiniert dann mit einer Möglichkeit einer Abstimmung im klaren Minderheitenschutz eine unglaubliche frische Kur und Belebungsmomentum für das Thema Teilhabe und für das Identifikation mit der eigenen Demokratie. Und das geht mir manchmal, wenn wir über die ganzen Sorgen und Schwierigkeiten reden, die es auch selbstverständlich gibt. Und da finde ich auch wichtig, dass man die sich anhört, weil ich finde, eine Debatte in der Demokratie kann man nicht sein, nur ich habe recht, nur meine Meinung ist richtig, sondern man muss die andere Seite anhören und man muss sich auch dort hineinversetzen. Aber dieser positive Aspekt von Bürgerinnen und Bürgern, die sich an ihrer Demokratie beteiligen, einbringen können zwischen den Wahlen, finde ich super entscheidend und in der heutigen Zeit ein wichtiger Baustein, was aus meiner Sicht erneut für Volksentscheide nicht nur auf Landes- und kommunaler Ebene, sondern auch auf Bundesebene spricht. Vielen Dank nochmal für dieses Plädoyer. Jürgen Trittin hat sich jetzt nochmal gemeldet, aber ich habe gerade versprochen, dass wir jetzt öffnen für das Publikum. Und Anselm Renn bitte ich jetzt einfach zwei, drei Fragen uns zu nennen, sodass Sie ja sofort wieder Gelegenheit haben, darauf zu reagieren. Und dann sind Sie auch gleich dran. Anselm. Ja, das werde ich gerne tun. Die erste Frage, da wird Herr Trittin auch gleich angesprochen, deswegen passt das. Herr Trittin, ich erlebe eine, von Regine gestellt, Herr Trittin, ich erlebe eine Politik, an den Bedürfnissen der Bevölkerung deutlich vorbeiregiert wird, sehr zum Wohle der großen Konzerne, zum Schaden unserer Lebensgrundlagen, unserer Gesundheit und die Ohnmacht, das heißt Nichtbeteiligung der Bürgerinnen, erzeugt Unzufriedenheit, der Nährboden für rechte Kräfte. Halten Sie die Bevölkerung grundsätzlich für unmündig? Das geht so oft in die Richtung auch die Grünen als Bewegungspartei, das haben Sie immer betont auch, ja, das gehört zu Ihrem Gründungsmythos, aber es gibt für die Zivilgesellschaft kein verbindliches Instrument, mit dem sie sich durchsetzen könnte. In die Richtung, glaube ich, geht diese Frage. Gibt da die Grüne Partei auch diesen Selbstanspruch auf, Bewegungspartei zu sein? Was passiert da? Lassen Sie die Zivilgesellschaft jetzt allein oder das ist das, was Ottmar Jung eben ja zitiert hat, ist es dann ja einfach selbstherrlich zu sagen, wählt uns einfach, lasst uns regieren, wir machen das dann schon und richten die Welt. Die Zivilgesellschaft brauchen wir dann nicht mehr. Die Frage geht an Sie beide. Ich glaube, diese Frage verkennt ein bisschen das, was ich politisch, übrigens auch in Form von Gesetzen, mit zu verantworten habe. Ich war sehr wohl der Auffassung, dass man zum Beispiel die Macht von Energiekonzernen dadurch am besten bricht, dass man ein System für Bürgerenergie auf den Weg bringt. Dass in Deutschland die Hälfte des Stroms erneuerbar erzeugt wird, ist keine Konzernveranstaltung.
die sind da draußen. Das sind Bauern, Genossenschaften, Fonds, Stadtwerke. So hat man ökonomische Macht gebrochen. Und manchmal ärgere ich mich auch über die Instrumente, die wir selber auf den Weg gebracht haben. Ich habe im Bundesnaturschutzgesetz die Verbandsklage eingefügt. Das Akteneinsichtsrecht in Umweltfragen haben wir gemacht. Jetzt sind wir damit konfrontiert, dass beim Ausbau der Energie, der erneuerbaren Energien, uns dies massiv Steine in den Weg schmeißt. Von mir haben Sie aber nicht gehört, dass wir das abschaffen sollten, sondern ich bin der Auffassung, dass es Verbandsklageregelungen, dass es Akteneinsichtsrechte, dass Schluss gemacht wird mit der Verwaltung der Intransparenz und an solchen Stellen. Da rennt man bei mir und bei Grünen allen offene Türen ein. Dafür stehen wir. Für diese Form von Partizipation, von Ermöglichung von Zivilgesellschaft. Andere Frage ist, ob ich anstelle der Entscheidung durch die repräsentative Demokratie, durch die Parlamente, und ich sage bewusst anstelle, direkte Volksabstimmung stelle. Und da bin ich anderer Auffassung. Und ich wundere mich ein bisschen über die Verharmlosung, die ich in dem gehört habe, was Herr Jung gesagt hat. Ja, selbstverständlich werden die Briten darüber zu entscheiden haben, was die Folgen des Brexit für die Briten sind. Ob sie es schaffen, das Vereinigte Königreich inklusive Schottland, Wales zusammenzuhalten oder nicht. Aber dass dies eine massive Schwächung des gemeinsamen Europas gewesen ist und das in einer Zeit, wo wir global auf ein handlungsfähiges Europa bei der Frage Klimaschutz, bei der Frage Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen angewiesen sind, wo wir uns in einem systemischen Wettbewerb mit China und einer Konkurrenz auch mit den USA an dieser Stelle befinden, dass dies für Europa eine schlechte Entscheidung gewesen ist, das kann man, glaube ich, sich nicht schönreden. Und es ist auch nicht die einzige Entscheidung gewesen. Es ist vorweggegangen, der Aufstand über nationale Volksentscheide in den Niederlanden, in Frankreich, gegen die gemeinsame Verfassung. Wir haben es, sage ich jetzt mal wir, weil wir damals regiert haben, mit Trickserei, nichts anderes als Trickserei hinbekommen, dieses Votum zu überwinden. Das heißt jetzt nicht mehr Verfassung, das heißt jetzt Vertrag. Aber das hat Folgen, zum Beispiel für den europäischen Grundrechtekatalog, der in seiner Verbindlichkeit dadurch geschwächt worden ist. Da geht man einfach so drüber weg. Das ist ja nur der, Brexit, oder wie? Und wenn man darauf hinweist, wie sich Positionen verändert haben, ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht, dass ich persönlich immer schon oder länger schon dieser Position, aber dass die Regierung, der ich angehört habe, mal selber einen solchen Gesetzentwurf eingebracht hat. Ich würde das heute nicht mehr machen. Aber mich wundert schon, dass niemand der Frage nachgeht, seit wann zum Beispiel die CSU die gemeinsame Unionsposition dazu verlassen hat. Ich kann es Ihnen sagen. Als es darum ging, solidarische Hilfe Europas in der Finanzkrise für Griechenland, für Italien, für Spanien zu leisten. Seitdem ist die CSU für Volksentscheide. Und bekräftigt hat sie diese Position in ihrem Krieg gegen Frau Merkel wegen der Flüchtlingspolitik. Mich wundert gelegentlich, dass man über Instrumente diskutiert, aber nicht die Inhalte und warum Menschen plötzlich zu solchen Instrumenten greifen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielen Dank, Herr Trittin. Frau Schulze hat sich, ich sehe es an Ihrer Mimik. Ich würde sagen, wir lassen noch ein paar andere Fragen zu, sonst wird es hier so ein bisschen... Gute Idee. Und dann, ich merke mir die Dinge, die ich nachher noch sage. Okay, gut. Bündeln wir das. Anselm. Dann geht es weiter. Genau, die nächste Frage kommt von Helena Peltonen. Warum sollte man in Deutschland so große Angst vor Volksentscheiden auf nationaler Ebene haben, wenn es doch in so vielen europäischen Ländern ohne jedes Problem funktioniert? Da stand jetzt nicht dran, an wen die Frage gerichtet wurde. Das war einfach eine Frage. Kannst du gleich noch eine Frage drauflegen? Wir können es auch sammeln. Ja, auch gerne.
Wie gehen, also an beide, an Herrn Trittin und Frau Schulze, wie gehen Sie mit Anfragen, Briefen, Mails von BürgerInnen aus Ihrem Wahlkreis um? Nehmen Sie das ernst und berücksichtigen Sie sowas beispielsweise bei Debatten im Bundestag oder im Landtag? Das war auch noch eine Frage. Dann eine dritte von Marcel Gommel. Warum sollte ein gewähltes Parlament die unterschiedlichen Meinungen der Bevölkerung besser stellen als in einer direkten Demokratie? Ich glaube, soweit erstmal. Und dann können wir gerne noch weiter. Können wir noch mal eine Runde machen am Schluss. Ja, Frau Schulze, Sie starten vielleicht und wir bitten ganz wirklich um kurze Statements. Dass wir noch ein paar Fragen hören können. Genau, also die eine Frage, warum es bei manchen Leuten Angst vor Volksentscheiden gibt, wenn die in anderen Ländern gut funktionieren. Da kann ich natürlich jetzt nur sagen, mit meiner Position, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil wir ja auch auf Landes- und auf kommunaler Ebene sehen, dass es funktioniert. Und nochmal wie bei einer Wiederholung, bundesweite Volksentscheide gehen natürlich nicht über alles und über jedes. Der Minderheitenschutz, der Grundrechtsschutz und Co. muss natürlich gewährleistet werden. Und ich bin davon überzeugt, dass das verfassungskonform und rechtssicher auch ausgestaltet werden kann. Darum habe ich da keine Angst, sondern ich glaube an die Kraft der Bürgerinnen und Bürger, dass die da auch dann gute Entscheidungen treffen können und dass es nicht per se ausgenutzt wird von Demagoginnen und Demagogen. Also aber darüber hatten wir vorhin schon diskutiert. Dann war die zweite Frage, wie man mit Briefen und Mails umgeht. Das kann ich ganz einfach beantworten. Das kommt alles bei, jedenfalls in meinem Büro, ich denke, bei Jürgen ist es genauso rein. Und wir haben eine goldene Regel, wenn es Beleidigungen sind, wenn es Bedrohungen sind, wenn es Vergewaltigungsandrohungen sind oder wenn es einfach nur wirklich Trolle sind, entweder gelöscht oder Anzeige erstattet. Ich bin da mittlerweile konsequent. Sie können sich alle nicht vorstellen, wie viel da täglich reinplattert, wenn es inhaltliche, ernsthafte sozusagen Fragen sind, bemühen wir uns immer, mein Büro und ich, zeitnah zu antworten. Es ist sozusagen, ich würde es mal so formulieren, so ein bisschen ein Gradmesser, was in der Bevölkerung los ist. Aber ich glaube, ich wäre eine schlechte Parlamentarierin, wenn ich nur, weil ich 3 Mails bekomme, meine Meinung komplett ändern würde, sondern ich habe ja auch eine innere Haltung und Wertekompass und meine Partei auch. Deswegen nehmen wir das gerne sozusagen mit auf in die Debatte. Aber das wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn wir dadurch wie ein Fähnchen im Wind sofort in die andere Richtung fallen würden. Und dann war die letzte Frage noch zu diesem Thema direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie. Da kann ich mich auch nur wiederholen. Für mich ist die direkte Demokratie, also die Volksentscheide, eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. Ich halte die repräsentative Demokratie bei uns für sehr wertvoll, für schützenswert, für verteidigungsmäßig, aus vielen Gründen, die Jürgen angesprochen hat, dass wir einen Rechtsruck haben, dass unsere liberale Demokratie von verschiedenen Seiten angegriffen wird. Und meine These, meine Überzeugung ist, dafür müssen wir 2 Dinge tun, damit die Demokratiefeinde nicht gewinnen. Wir müssen zum einen Institutionen stärken, weil das ist der Ort, wo Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat in Berührung kommen, sei es Polizei, Kreisverwaltungsreferat, Parlamente und Co. Und der zweite Punkt ist der, wir müssen die Zivilgesellschaft empowern und unterstützen. Und das bedeutet in der lebendigen Demokratie für mich, dass sie mitsprechen können, dass sie mitbestimmen können in BürgerInnenräten, durch eine Wahlalterabsenkung und eben auch durch Volksentscheide auf allen Ebenen. Herr Trittin. Das Mikro ist noch aus. Will ich wiederholen, was Katja gesagt hat, auch mein Büro versucht, jedes Frage, die kommt, wirklich zu bearbeiten. Wie gut und wie schlecht uns das gelingt, kann man gelegentlich schauen auf solchen Seiten wie abgeordnetenwatch.de, wo es ja auch um die Frage geht, wie man mit so etwas umgeht. Ich glaube, die Frage nach dem in Deutschland, ich würde das schon verallgemeinern. Natürlich vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir als Deutsche gemacht haben, unserer eigenen Geschichte. Aber vielleicht schaut man mal, Madeleine Albright hat vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt Faschismus, eine Warnung. Oder Leo Löwenthal, jüngst ein Werk aus dem Jahre 1948, Lektüre gelesen.
wie in den USA, übrigens auch und gerade unter Hinzufügung von plebiszitären Elementen im Zugang auf den Zweiten Weltkrieg, die Rechten versucht haben, mobil zu machen. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, das Buch sei aus dieser Zeit, weil es beschrieb eigentlich Punkt für Punkt den Faschisten Donald Trump. Aus diesen Gründen bin ich an dieser Stelle so beharrlich. Und die letzte Bemerkung, was die parlamentarische Demokratie angeht, die ist manchmal kompliziert, die ist umständlich. Ich habe mich auch geärgert. Kaum hatten wir eine Mehrheit für Rot-Grün im Bundestag, hatten wir plötzlich eine schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat. Ich habe irgendwann verstanden, dass diese systemische Anlage, dieses Ausbremsen, dass jemand durchregiert, und der Volksentscheid ist ein Element, um durchzuregieren, etwas ist, was die Demokratie schützt und was zurzeit im Verhältnis zu solchen demokratischen Systemen wie dem angelsächsischen, wo im Wahlkreis the winner takes it all zählt, aber auch in der Element zu der Frage der Volksentscheide eine Stabilität für die Gesellschaft gibt und die Möglichkeit, Entscheidungen auch revidieren zu können, die ich nicht missen möchte. Vielen Dank. Gerade den Hinweis im Chat gelesen, dass die Moderation bitte darauf achten soll, dass auch Herr Trittin sich kurz fasst und schon fasst er sich kurz. Ich habe aber eine Nachfrage. Frau Schulze, Sie haben eben noch mal deutlich gemacht, direkte Demokratie auf allen politischen Ebenen. Wie ist denn das Grundsatzprogramm der Grünen jetzt zu verstehen? Weil das, was jetzt getilgt ist aus dem Grundsatzprogramm, ist die Forderung nach Einführung des bundesweiten Volksentscheids. Wie stehen denn die Grünen zur direkten Demokratie auf kommunaler oder auf Landesebene? Ist das auch kein Thema mehr? Streiten Sie dann nicht mehr für den Ausbau? Oder weil Trittin ja auch moniert, dass man da Regeln braucht und die Regelwerke immer besser werden, dafür kämpfen wir bei mehr Demokratie auch. Wie steht es denn da? Muss man fürchten, dass die Grünen sich auch auf der kommunalen und Landesebene kritisch zur direkten Demokratie äußern? Bei Ihnen natürlich nicht, Sie haben ja gerade gesagt, aber die Frage an Herrn Trittin. Wenn ich da vielleicht ganz kurz... Also das habe ich ja probiert bei meinem Eingangsstatement klar zu sagen. Wir müssen die Kirche schon im Dorf lassen. Durch dieses Grundsatzprogrammentwurf wurde der Satz bundesweite Volksentscheide einführen nicht aufgenommen. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir Grüne jetzt jegliche Beteiligungs- und Mitbestimmungsideen aus unserer Geschichte sozusagen tilgen. Wir regieren in 11 Bundesländern mit, wir regieren in vielen Kommunen. Es gibt Grüne, die machen Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene oder Volksentscheide auf Landesebene. Es gibt auch Städte, Kommunen und Länder, wo wir Grüne einen Bürgerentscheid oder ein Volksbegehren nicht. Okay, vielen Dank. Ja, ja. Genau, ja. Also klare Antwort, da hat sich an unserer Positionierung nichts geändert und darum ging es beim Grundsatzprogramm ja auch nicht. Es ging um die bundesweiten Volksentscheide. Und jetzt nehmen wir mal an, das steht zwar nicht mehr im Grundsatzprogramm, steht natürlich auch nicht da drin, dass Sie dagegen kämpfen. Jetzt nehmen wir mal an, wir werden Koalitionsverhandlungen erleben, da wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden die Grünen dann mit am Verhandlungstisch sitzen und dann kommt die CSU, die Herr Trittin ja gerade zitiert hat. Die CSU hat das ja mit einer Mitgliederurabstimmung gelöst. Haben 68% der Mitglieder gesagt, ja, direkte Demokratie auf Bundesebene gehört in unser Grundsatzprogramm. Jetzt nehmen wir mal an, Markus Söder bringt das Thema mit in die Koalitionsverhandlungen und die Grünen sitzen mit am Tisch. Wie verhalten sich dann die Grünen? Winken sie das dann durch und sagen, ja gut, okay, steht zwar nicht bei uns drin, aber war immer eine Forderung 40 Jahre lang oder bekämpfen sie das dann? Ich sage Ihnen deutlich, wie ich mich verhalten würde. Ich würde es nicht durchwinken. Und ich glaube, dass ich innerhalb der CDU eine ganze Reihe von Menschen finden würde, die das ähnlich sehen wie ich, wie sich am Ende die Grünen in solchen Verhandlungen positionieren, ist schwer zu prognostizieren, aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass das nicht ins Grundsatzprogramm aufgenommen wird für die Inbrunst, mit der man für so etwas kämpfen würde. Und bevor wir den Feld des Bärens verteilen, müssen wir erstmal eine Bundestagswahl machen, dann müssen wir möglichst stark abschneiden als Grüne und dann gucken wir mal, mit wem wir wo an welchem Verhandlungstisch sitzen. Für den Werbeblock haben wir jetzt... Ich bin eher vorsichtiger Mensch, weil im Chat habe ich gerade noch gelesen, wie wir jetzt zu BürgerInnenräte stehen. Ich poste Ihnen gleich mal unser Wahlprogramm da rein, das steht drin, da sind wir ganz klar, wir wollen BürgerInnenräte haben.
Das steht sowohl im Grundsatzprogramm als auch im Wahlprogrammentwurf drin. Das greife ich jetzt mal als mit. Ich wollte die Optionen hier leichtfertig durchspielen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eine Verfassungsänderung nach menschlichem Ermessen ohne Zustimmung der Union nicht gehen wird. Deshalb greife ich das mal auf. Ist dann der Kompromiss sozusagen die Kuscheldemokratie-Variante der Bürgerräte, mit dem man alles wegmoderieren kann, um am Ende an einem dezisiven Instrument wie dem Volksentscheid vorbeizukommen? Frage an Sie beide. Nein, also ich glaube, dass wir Grüne bekannt dafür sind, dass wir nicht in die Kuschelecke gehören, sondern dass wir hart für unsere Überzeugungen kämpfen und auch kein Problem damit haben, in Diskurs zu gehen. Ich meine, wir sehen es ja gerade, Jürgen und ich, wir diskutieren munter das Für und das Wider hier mit Ihnen zusammen und das gilt natürlich für alle anderen Themen auch. Ich möchte auch noch betonen, dass unser Wahlprogramm ein Entwurf ist. Wir sind ja eine partizipative Partei, das heißt, bis, glaube ich, Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, können auch noch Änderungsanträge gestellt werden. Und wie ich schon Leuten gehört habe, gibt es unzählige, auch einige zum Thema Bürgerinnenräte in Verbindung beispielsweise mit Volksentscheiden, mit der Möglichkeit für Abstimmungen. Das heißt, da werden wir als lebendige Partei sicher noch eine Runde diskutieren und das fertige Wahlprogramm wird dann auf einem Parteitag beschlossen. Das machen bei uns nicht irgendwie drei Leute im Vorstand, sondern das machen wir als Gesamtpartei und dann lohnt sich da sicher noch mal ein Blick rein, weil sich noch einiges verändert haben wird. Jetzt habe ich noch eine ganz schlimme Nachricht. Ich bin mit Katar völlig einer Meinung, dass die Bürgerinnen und Bürgerräte für uns keine Kuschelveranstaltung, sondern sehr ernst, ein ernstes Instrument sind. Vielen Dank. Vielleicht eröffnen wir jetzt noch mal die schon angekündigte letzte Runde. Hansen? Ja, genau. Hermann Häusner, wollten Sie sich gerade noch zu Wort melden? Ja, Herr Trittin, wenn Sie das so ernst nehmen, der allererste Bürgerrat hat ja schon stattgefunden zu Fragen der direkten Demokratie. Inwiefern nehmen Sie die Forderung dieses Bürgerrats nach direkter Demokratie auf? Gar nicht, ne? Ich müsste Ihnen doch nicht sagen, welche Position ich dazu habe. Ja, weil Sie sagen, Sie nehmen das sehr ernst. Wenn Sie das sehr ernst nehmen würden, dann müssten Sie doch ernsthafter dem Meer reden. Sehen Sie, ich könnte ja den Kollegen Kretschmann zitieren. Der hat ja für Baden-Württemberg formuliert, die Politik des Gehörtwerdens. Er hat aber als bibelfester Christ nicht erhören. Ich habe hingewiesen, dass gehört werden, nicht erhört werden. Ja, aber das ist ja Kuschelecke. Das ist genau anders formuliert die das Kuschelecke. Das ist Ihre Bewertung und die können Sie so haben. Das ja. Ist so. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal weiter in den Fragen, um das mal, da mal reinzukrätschen. Josef Raab fragt nochmal aus einer komplett anderen Perspektive, kann bitte nochmal auf einen möglichen Missbrauch von Volksentscheiden eingegangen werden, zum Beispiel durch gezielte mediale Beeinflussung. Wie und wie ist die Absicherung? Das ist eine Frage. Ich werde noch eine Frage stellen. Warum sollen wir regelmäßig wählen gehen, aber bei den Volksentscheiden wird ein negatives Ergebnis vorausgesetzt und daher dieses Instrument abgelehnt? Eine weitere Frage ist, liebe Diskutierende, dass es ein Entweder-Oder von direkter oder repräsentativer Demokratie nicht geben darf, hat ja Frau Schulze schon eben betont. Dem stimme ich zu und ich möchte aber die Frage hinzufügen, was, wenn es eine innere Synthese von direkter und repräsentativer Demokratie gäbe? Also es ist ja schon fast, spirituell. Und noch eine letzte Frage an Herrn Trittin gerichtet. Herr Trittin, glauben Sie, dass man nur wegen nicht passender oder ungenehmer Inhalte, Ergebnisse von Volksentscheiden diese nicht zulassen sollte? Ich habe den Eindruck, die erste Frage ging an Frau Schulze. Haben das alle mitgeschnitten jetzt? Wenn nicht, Anselm, bitte ein Stichwort nochmal. Erste Frage. Das waren die, was ist die mögliche, die Absicherung von gezielter medialer Beeinflussung? Genau, da könnten Sie auf Ihre Erfahrungen in Bayern aufsetzen, deshalb. Genau, sage ich gerne was dazu. Ich meine, die Sorge vor medialer Beeinflussung ist natürlich auch bei einer Wahl für ein Parlament da. Schauen wir uns die USA an, die Einflussnahme von Russland. Das heißt, aus grüner Sicht ist da ganz klar, wir brauchen
Medienkompetenz bei Bürgerinnen und Bürgern müssen wir unbedingt ausbauen. Wir müssen klare Regeln gegen die großen sozialen Medienplattformen in den Griff nehmen. Und als überzeugte Innenpolitikerin muss natürlich auch alles, was mit Cybersicherheit und Co. stärker in den Blick genommen werden, wofür wir unsere Sicherheitsbehörden besser ausbauen müssen. Also das ist für mich jetzt kein Argument, was gegen nur bei Volksentscheiden gilt, sondern das ist insgesamt eine Gefahr für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft. Und da gilt es, beherzt als Demokratinnen und Demokraten dagegen vorzugehen. Ich wollte noch einen Punkt zu dem Thema sagen, weil das kam jetzt gerade so ein bisschen auf. Ja, die Grünen machen irgendwie Bürgerinnenrat als Kuschelecke. Da möchte ich explizit Jürgen Trittin zustimmen. Also aus meiner persönlichen Sicht bräuchte es noch eine Anbindung mit einem Abstimmungsinstrument. Aber selbst ohne Abstimmungsinstrument, ja, als erster Schritt wäre das ein wahnsinnig wichtiger nächster Schritt zur Weiterentwicklung unserer Demokratie, weil durch Bürgerinnenräte, man das ja in anderen Ländern sieht, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat und Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit dann auch gezwungen werden, sich damit auch zu beschäftigen. Und wenn es nur über die Medien ist, über dann in der Debatte in den Ausschüssen und Co. Und deswegen bin ich sehr stolz und froh, dass wir als Partei das in unserem Wahlprogramm so klar drin haben und würde das auch immer verteidigen und hätte gerne noch die Ergänzung mit der Abstimmung dazu. Aber dieser Schritt ist absolut richtig und wichtig. Und die direkte Demokratie würde ja die Bürgerräte schützen davor, dass sie eben sich mit dem Vorwurf der Kuschelei behaftet sehen müssten, weil die wäre dann sowas, direkte Demokratie, wieder Netz und doppelte Boden, damit die Empfehlungen von Bürgerräten ernst genommen werden. Anselm, Frage 2, Stichwort. Frage 2 war, warum sollten wir regelmäßig wählen gehen, aber bei Volksentscheiden wird ein negatives Ergebnis vorausgesetzt und daran dieses Instrument abgelehnt. Das war so ein bisschen auch Frage 4 an Herrn Trittin, also sozusagen die Angst vor dem möglichen Outcome sozusagen, um das ganze Instrument abzulehnen. Herr Trittin. Erstens muss man schon zur Kenntnis nehmen, mit welchen medialen Lügen, beispielsweise in der Brexit-Kampagne, mit welchen Unterstellungen im Zusammenhang mit der Frage, auch mit wie viel Geld das Minarettverbot und Ähnliches durchgesetzt worden ist. Da ist nicht leicht, Waffengleichheit herzustellen, auch nicht institutionell und durch Regeln. Und natürlich ergibt sich das Ähnliches. Wer wäre ich, dass ich das verleugnen würde? Ich bin selber musste mich damit auseinandersetzen bei diversen Wahlkampagnen, dass es das auch bei Wahlen gibt. Aber die Frage der Organisation aus bestimmten sehr kapitalkräftigen Bereichen heraus, solche Kampagnen zu organisieren, die nicht unbedingt zur Waffengleichheit führen, da empfehle ich mal ein Gespräch beispielsweise auch mit den Schweizer Grünen oder den Grünliberalen über ihre Erfahrungen, die Sie, und das sind alles überzeugte Vertreter des dortigen Systems der direkten Demokratie, die sind nicht meiner Meinung, ne? An der Stelle dort haben. Es ist aber falsch zu unterstellen, ich würde von vornherein glauben, es würde immer schief gehen. Nein, es geht nicht immer schief. In meinem Wahlkreis haben wir 20 Jahre, 40 Jahre am Ende gegen eine Umgehungsstraße gekämpft und die ist dann durch ein Bürgerbegehren gestoppt worden. Damit habe ich meine Rede auf der BDK begonnen. Mir geht es um etwas anderes. Es geht mir darum, dass in einer Situation, in der wir es mit einem massiven Aufschwung nationalistischer, antidemokratischer, teilweise offen faschistischer Bewegungen zu tun haben, die gezielt und mit Unterstützung relevanter, mächtiger Teile der Gesellschaft an der Frage Corona, an der Frage Europa, an der Frage Ausländer, dieses Land in seiner demokratischen Verfasstheit verändern wollen und dafür gezielt auf das Instrument der direkten Demokratie in Form von Volksentscheiden setzen, ob wir wirklich wollen, dieses Instrument in die Hand zu geben. Und da bin ich anderer Auffassung. Kann ich auch mal was sagen, bitte? Ja? Darf ich was sagen? Ralf-Uwe, darf ich was sagen? Das ist jetzt schwierig, weil wir haben uns geeinigt, darauf im Chat die Fragen zu stellen. Und wir haben jetzt noch genau 5 Minuten und brauchen noch eine Schlussrunde.
verzeih bitte, aber das müsste man der Fairness halber dann generell eröffnen. Das können wir nicht machen. Wir haben jetzt keine Reihenfolge und gar nichts. Ich bitte einfach Anselm noch eine Frage aufzublättern. Noch eine Frage. Wir haben eigentlich, es gibt sehr viele Kommentare, wie Sie sich vorstellen können. Und die Fragen, die wir sozusagen schon besprochen haben, würden jetzt sehr, sehr viel aufdecken, was schon mal von Herrn Trittin und Frau Schulze besprochen wurde. Vielleicht kannst du selber noch eine wunderbare Abschlussfrage fragen, Beck, und dann die Runde schließen. Ja, gut, das kann ich machen. Frau Schulze, Herr Trittin, Sie sollen auch das vorletzte Wort haben. Das letzte Wort soll Ottmar Jung haben. Aber das vorletzte Wort sollen Sie haben und in der Hoffnung, dass Sie sich auf ein Gedankenspiel einlassen können. Wir haben 2023, das wird Ihnen jetzt ganz besonders gut gefallen, und der Kanzlerin Baerbock werden von der Demokratiebewegung, wir haben da kräftig mitgemacht, werden 1 Million Unterschriften für die Einführung des bundesweiten Volksentscheids überreicht. Wie reagiert Kanzlerin Baerbock auf diese Aktion? Frau Schulze, Sie haben es leichter, darauf zu reagieren. Herr Trittin kriegt die Gelegenheit, das noch mal kurz sacken zu lassen. Ja, so. Also da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt machen wir erstmal die Wahl und dann gucken wir mal, wie es insgesamt ausgeht. Ich kann nur zu 2023 schon mal sagen, das wird ein super Jahr, weil da wählen wir in Bayern auch erneut. Das heißt, mir das Gedankenexperiment, wie wir dann die Mehrheitsverhältnisse in Bayern verändern können, freut mich für 2023 auch sehr. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, auch 2023 werden wir als Grüne weiter eine Partei sein, die für eine lebendige Demokratie kämpft und streitet, die Beteiligung zulassen möchte, die Kompetenz, die es in der Bürgerinnen und Bürgerschaft gibt, nach vorne stellt und die sich natürlich gegen Beeinflussungen, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Demokratiefeinde wehrt und vor allem eine Partei, die es nie verlernt hat, inhaltlich zu ringen um die beste Lösung für dieses Land. Und das würde auch mit einer Annalena Baerbock an der Spitze genauso weitergehen, weil unsere innere Überzeugung ist, Debatte bringt uns immer voran, solange man einen offenen Kopf hat und auch bereit ist, andere Meinungen anzuhören, sacken zu lassen und dann zu gucken, wie man damit weiterarbeitet. Und ist Frau Baerbock dann beeindruckt von der 1 Million Unterschriften? Und was verspricht sie uns dann? Ihre Rede, die Sie jetzt gehalten haben, das wird uns vermutlich so nicht zufriedenstellen. Gut, Herr Trittin. Annalena Baerbock selbstverständlich das respektieren und beeindruckt wäre. Sie hat auch eine innere Überzeugung, die hat sie auf dem Parteitag zum Ausdruck gebracht, die entsprach meiner Haltung. Und deswegen weiß ich nicht, wie meine Prognose in diesem Fall wäre. Nochmal, die Veränderung der Verfassung setzt einen umfassenden Allparteienkonsens voraus, faktisch. Und deswegen probieren Sie es aus. Ich werde Sie nach Kräften versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Aber so ist das in der Demokratie. Es gibt immer einen Wettlauf. Und deswegen probieren Sie es aus. Ich werde Sie nochmal. Ja, die Zeit geht dem Ende entgegen. Wir könnten, glaube ich, ohne weiteres nicht nur Stunden, sondern Wochen und Monate dieses Thema weiter diskutieren, und zwar unabhängig von der hier bewusst gewählten Zuspitzung auf Bündnis 90, die Grünen. Diese Veranstaltung war ja gedacht als ein i-Tüpfelchen auf die Ehrung für Herrn Dr. Ottmar Jung. Und deshalb obliegt es Ihnen, lieber Herr Jung, nun das letzte Wort zu haben. Allerdings mit einer kleinen Einfädelung Frage nach diesem Abend. Wann bekommen wir denn nach Ihrer Einschätzung den bundesweiten Volksentscheid? Eine Prognose, vielleicht auch eine gewagte. Sie haben das Wort, lieber Herr Jung.
Ja, erwarten Sie von mir jetzt keine Jahresangabe. Aber ich stelle einige Überlegungen an. Als nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg Deutschland neu verfasst wurde, war klar, dass Neues kommen musste. Inzwischen haben wir unter dem Grundgesetz seit über 70 Jahren weitgehend stabile Verhältnisse. Einerseits tut das den Menschen gewiss gut. Andererseits etablieren sich dadurch feste Gewohnheiten, entstehen Besitzstände aller Art, da kommt eine Art Starre ins politische System. Kurzum, für tiefgreifende Reformen wird es immer schwerer. Das gilt allgemein. Auf den bundesweiten Volksentscheid warten wir deshalb schon länger, als ich vor allem bei der Wiedervereinigung gedacht habe. Aber ich halte die direkte Demokratie für ein säkulares Projekt und denke an die Kämpfe um das gleiche Wahlrecht, um das Frauenwahlrecht und in Perspektive auch um das Wahlrecht für Kinder, wie auch immer praktisch ausgestaltet. Alle diese Verbesserungen der Demokratie dauerten bzw. dauern, aber sie kamen bzw. werden kommen. So wird es auch mit dem bundesweiten Volksentscheid sein. Seien wir so zäh wie jene Vorkämpfer und Vorkämpferinnen. Herzlichen Dank an Ottmar Jung. Vielen Dank an Katharina Schulze und Jürgen Trittin. Schön, dass Sie sich dieser Debatte gestellt haben. Für uns war das spannend, Sie beide als Kontrahentinnen und Kontrahenten zu erleben. Haben Sie herzlichen Dank und vielen Dank an alle, die sich hier zugeschaltet haben und dabei gewesen sind. Heute Abend, wir bitten vielmals um Entschuldigung, in dem Chat gab es so viele Einträge, dass das gar nicht leistbar war, die alle anzunehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, das tut uns sehr leid. Wie eben schon Arne Pautsch gesagt hat, wir bräuchten einen ganzen Tag. Vielleicht sollte man das auch mal machen, damit man alle Facetten der direkten Demokratie mal rauf und runter mit viel Zeit diskutieren kann. Sollten wir uns wirklich mal vornehmen. Ich hätte richtig Bock drauf, da mal 8 Stunden lang, also brauchen natürlich erstmal eine kurze Pause, bevor wir wieder Bock haben auf Videokonferenzen, aber dann könnte man sich das mal vornehmen. Also vielen Dank an alle. Haben Sie Geduld, dabei zu bleiben, in der Debatte zu bleiben und ja, einen schönen Abend noch, gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ja, genau. Bleibt gesund. Danke für die Einladung. Dankeschön. Gerne. Eine letzte Frage, wann kommt die Festschrift weg? Wo kann man die bestellen? Das ist eine Frage an die Herausgeber. Okay. In jeder guten Buchhandlung. Ja, genau. Im Verlag Richard Borberg erschienen und über den Buchhandel erhältlich. Okay. Große Empfehlung. Danke. Wir sollten Herrn Trittin einspendieren. Hat bestimmt eins. Das soll ich mal was nehmen. Jetzt sieht man uns sogar. Vorher hat man uns nämlich gar nicht gesehen. Gut, dann tschüss. Dann ja. Ade.